willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U-Version. Ja, wir sind hier gerade im Neta. Ich bin Larry und das ist Jackass. Naja, würde ich sagen, wenn ich dich anhitten würde. Was ich aber nicht will, weil du sehr weil du sehr gefährlich bist. Und dort ist ja schon das Portal. Wir sollten uns schnell dahin aufmachen. Ja, wir sind 31er, wie Schweinsteiger, wie man sehen kann am Level. Ja, hi. So. Ja, Kinas. Minecraft Wii U, wir sind hier gerade kurz vorm Verzweifeln. Kurz vorm Ende der Erkundung. Wir haben wirklich sehr viel Zeit hier verbracht. Über 3 Parts, das ist der 4. Und in diesem 4. Part verlassen wir dieses Höllenfeuer. Machen uns hier noch so ein bisschen safer. Und abschließend war das halt echt eine geile Zeit hier. Wir hatten wieder mal extremes Glück gehabt. Wir hatten wieder mal extremes Glück. Ich habe gerade so Angst, ne? Wir haben auch wirklich extremes Glück gehabt, dass die Festung direkt, ja, hier in der Nähe war. Wir kamen hier rein, zack, schon direkt haben wir die Festung gesehen. Also wirklich extrem lucky, das Ganze. Muss man anstelle echt mal sagen. Da ist eine Route. Eine Lohe. Ja, da ist eine Lohe. Guck mal, wie nah wir eigentlich. Wow. Guckt mal, wie nah wir eigentlich. Am Portal waren. Wenn wir uns jetzt mal da umschauen. Einfach hier ist direkt das Portal. Wir waren einfach so wenige Meter davon entfernt, also an Luftlinie. Wow! Wie bist du denn hier reingekommen? Und ihr beide, was ist mit euch los? Ich will euch ja reinbitten, aber ich würde euch viel lieber töten, weil ihr hier gerade in mein Territorium kommt. Ey, lass mich doch hier raus. Junge, ich hab gedrückt. So, jetzt sind die beiden nämlich aufgebracht, ist das Ding, ne? Und wollen mich ficken. Jungs, es ist doch gut hier. Ist alles gut, Mensch. So, das ist ein Goldzahn. Aber der soll mir egal sein. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ah, das war aber auch schön irgendwie, ne? Also ein kleiner Tapetenwechsel. Dies, das. Jetzt sind wir hier und oh, wir haben voll Action gemacht. Voll geil. Jetzt können wir uns erstmal entspannen. Ich habe doch Kohle aufgehoben. Dabei wollte ich das nicht mal. Aber okay. 7 Gästtränen. Heftig. 11 Lohnrouten. Jetzt kommen wir zur ganzen Auswertung. Wir haben 4 Magma-Creme bekommen. Man kann sagen, nur 4 Magma-Creme. Ich kann nichts dafür. An mir soll es nicht gelegen haben, ne? Warte mal. Wo haben wir denn die anderen Schleimbälle? Guck mal an, wie viele Schleimbälle wir haben. Das Ding ist, man kann aus Schleimbällen ja auch Magma-Creme machen. Das ist ja kein Problem. Das soll irgendwie gehen. Ich habe es zwar vergessen, aber ich kann auch gleich den Minecraft-Tutorial HD-Master machen. Und dann erkläre ich euch das. Ganz in Ruhe. So. Dann. Der Soul Sand. Wo haben wir den? Der kommt dahin. Ich würde sagen, wir machen uns die nächsten Parts auch immer wieder eine Automatikfarm mit Nether-Warzen. Weil wir die Dinger halt auch echt brauchen. Das sind Ressourcen, die wir quasi als nachwachsende Ressourcen bezeichnen können. Deswegen packen wir die hier rein. Verrottetes Fleisch, das ist doch hier irgendwo. Wie ich doch weiß, ja. Wir haben übertrieben viel Schießpulver, Alter. Wir können so viel TNT machen, Mann. Also jetzt nicht so viel TNT, aber wir haben schon die Möglichkeiten, TNT zu machen. So. Glowstone-Staub. Wo habe ich den hingepackt? Ich meine, ich habe ja schon vorher viel eingesammelt. Glowstone-Staub zählt für mich unter solche Ressourcen, die nicht nachwachsbar sind. Oder die halt nicht nachwachsen. Hi. Goldklumpen. Da lag unten ja auch noch ein Goldklumpen. Ich hoffe, der ist nicht despawned. Ne, er liegt noch da. Wunderbar. So, ich denke nicht, dass wir noch irgendwann in den Nether zurückgehen, weil, Kinders, die Festung ist erkundet, da ist halt nichts mehr. Was ich machen kann, ist den Nether neu generieren zu lassen. Das werde ich wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Na? Aber gut.
So, Netherquarz packen wir auch mal hier rein. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll oder was ich damit anzustellen vermag, aber passt schon. Glowstone kann ich nicht unter Holz packen, sondern eher unter den ganzen Scheiß hier. Und Netherquarzerz, das ist auch so eine komische Sache. Was soll ich damit anstellen? Ich habe keine Ahnung. Alles so Sachen, ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Tut mir leid. Krass, krass, krass. Aber über 60 Knochen, Alter. Boah, haben wir... Boah. Kinders, 60 Knochen, Mann. Das ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich nicht allzu scheiße. Ich meine, wir müssen jetzt über 64 haben. Wir haben, boah, wie viele Knochen wir einfach haben, ne? Richtig geil, richtig nice. Hätten wir auch so gut wie alles abgelegt. Das Dörr-Skelett-Schädel-Gedöns, ey. Was soll ich damit anstellen, ey? Ich weiß es nicht. So, ich mache jetzt mal kurz Wikipedia auf. In der Zeit gehe ich mal eben schnell alles mit... Warum wollte ich nicht durch... Ich wollte durch die Tür reingehen. Es wollte nicht klappen. Auf einmal steht da ein Creeper rum. Ja, klar. Natürlich. Wir locken ihn mal hier ins Wasser rein, oder? Ne, das ist zu gefährlich. Wir locken ihn da hinten rein. Ich habe keinen Bock, dass er mir hier weg explodiert. Warum steht da ein Creeper rum? Das kann doch nicht sein! Noch ein Grund mehr hier. Naja. Glowstone-Laternen aufzustellen. Was sollte das denn? Ja, wisst ihr was? Ey, wir packen uns jetzt ein paar Zäune gleich und dann. Boah, kann doch nicht sein. Meine Güte, ich wollte abbauen gehen. Ich wollte irgendwas abernten gehen, Mann. Und dann kommt das. Richtig Müll. Ich könnte euch auch übrigens, ja, boah, das ist ja alles wieder nachgewachsen. Wahrscheinlich nicht während wir im ganzen Nether-Gedöns drin waren, aber trotzdem cool. Sehr, 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 sehr cool. Nein, du sollst es platzieren, nicht essen, du Arsch. Hm. Ja, wir haben jetzt extrem viel Stuff und ich habe euch ja schon mal gesagt, ja, ich habe vor, mir einen Braustand zu bauen und sowas. Und ich glaube, in diesem Part fangen wir schon mal sogar an, einen Braustand zu bauen. Wenn wir alle Ressourcen da haben, wovon ich ausgehe, machen wir das. Ich habe ja auch gehört, es gibt hier eine Unterwasserhöhle. Und die würde ich gerne besuchen. Und dafür brauche ich halt eben Tränke wie Unterwasseratmung oder halt die Atmung unter Wasser, ne, die Wasseratmung. Die halt extrem geil wäre. Die Unterwassersicht wäre cool. Ihr wisst Bescheid. Deswegen wird es auch in den nächsten Parts verstärkt wieder Abbauarbeit hingeben. Aber erstmal was fräsen. Bevor wir ins Bett gehen. Ich meine, ist es nicht eigentlich total ungesund? Was ist ungesund? Es ist halt eher so ein bisschen... Naja, macht keinen Sinn vor dem Schlafen gehen was zu essen, weil der Magen dann rotiert und arbeitet und du kannst halt nicht schlafen, weil der Magen arbeitet. Oder du kannst halt schwer einschlafen dann. Ja. Aber okay. Kinders, der Braustand. Und wie man ihn baut. In diesem Part klären wir diese Frage. Ein zweites Mal in diesem Let's Play. Aha. Erstmal natürlich das Wichtigste, wir packen unsere ganzen Dia-Sachen weg. Weil die will ich jetzt nicht unbedingt anhaben. Dann noch lieber meine ganz normalen Sachen. Ne? So. Gut, der Braustand und wie man ihn baut. Ganz einfach. Das ist halt echt ganz einfach, Mann. Das ist halt echt wirklich extrem einfach. Ja. Ja. Wir schnappen uns eine Lohnrute. Es klingt...
Es klingt aber auch echt billig, aber es ist halt echt so. Warte mal. 3 Geisttränen? Warte mal. Hatte ich nicht 7 Stück? Hatte ich nicht 7 Geisttränen gehabt? Warum sind es einfach mal 3? Verstehe ich nicht. Aber okay. Ich meine, ich hätte 7 gehabt, aber passt schon. So, dann brauchen wir natürlich erstmal 3 normale Bruchsteine. Es heißt Bruchsteine, aber sind es normale Pflastersteine. Das ist halt das Verwirrende im Minecraft-Wiki. Minecraft-Wiki heißt es quasi Bruchstein, dabei sind es Pflastersteine. Aber okay. Kinders, der Braustein, da ist er. So, wo packen wir den hin? Gute Frage. Hierhin vielleicht? Ja, komm, passt schon. Naja, jetzt habe ich zwar hier so eine Lücke, aber das kriegen wir auch schon gelöst. So. Jetzt. Ah, ich weiß, was wir noch machen können. Was wir daneben packen können. Und zwar einen Kessel. Einen wunderbaren Kessel machen wir. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das kann man daneben packen. Okay. Wunderbar. Ein Kessel ist zwar ein wenig eisenfressend, aber Leute wie wir dürfen das locker hinbekommen. Und zwar, wenn ich mich nicht um alles täusche, zack, 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 zack. Und ich glaube, hier. Ja, genau da. Der Kessel, Kinders. Da kann ich quasi alles Mögliche reinsetzen. Scheiße, Lava, Wasser und so weiter. So, zack. Wir sind gut. Ja, und der Kessel ist quasi für die ganzen, ich sag jetzt mal, Gläser da. Oder was heißt Gläser? Tränke. Die Trankflaschen. Ja. Aber erstmal, wie stelle ich nochmal Tränke her? Oder besser gesagt, wie erstelle ich oder wie baue ich oder wie crafte ich mir denn so eine Trankflasche? Hui. Das ist die Frage des Tages. Ich glaube, es ist extrem einfach. Ich glaube, so 3 wie Gläser irgendwie so untereinander oder so, halt so. Ich glaube eher so, oder? Warte mal kurz. Ja, es war klar. Total easy. Ich habe jetzt übrigens nicht nachgeguckt. Also ich habe zwar gesucht, so wie craftet man so, weiß aber, ich habe nichts gefunden. Dann habe ich halt so ein bisschen aus eigener Logik geguckt und dann ist mir das so aufgefallen, ja. 24 Flaschen, die sollten fürs Erste reichen. Und man kann, glaube ich, 3 Flaschen damit füllen, ne? Genau, ja, genau. 3 Flaschen kann man quasi mit, oder besser gesagt, ein Wasserkessel hält 3 Flaschen aus. Auf gut Deutsch gesagt. Weiß jetzt zwar nicht, ob wir das noch voller packen können, ich glaube aber nicht. Also quasi, ob wir noch diesen Kessel voller packen können, als er jetzt schon ist. Ja, so meine ich das. Wie gesagt, glaube ich nicht. Aber ich merke gerade, wir brauchen auch mehr Sand und sowas. Wir haben zwar noch ein bisschen Sand da, aber ist auch nicht genug. Die Welt ist mir nicht genug. Aber wir können den Sand trotzdem schon mal dazu verbraten oder verdonnern. Aha! Zu brennen. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir brauen. Und das ist jetzt ein bisschen knackig. So. Ich habe es ja schon mal erklärt. Generell gilt, es gibt halt Glasflaschen, die man so zu sich nehmen kann. Also halt diese hier. Die könnt ihr so zu euch nehmen. Oder aber ihr macht das so, dass ihr quasi sagt, ey, ich mache daraus einen Wurftrank. Und heute klären wir, wie man quasi aus einem normalen Trank einen Wurftrank macht. So, und wenn du bitte agieren könntest. Ich merke schon, du willst nicht, ne? Wir können aber Wasser trinken. Ich merke schon. Muss ich den irgendwie anschalten, den Braustein, damit er funktioniert? Ich verstehe das gerade gar nicht. Natürlich, ich drücke so auf dieses Teil drauf, auf den größten Teil. Und ich muss quasi da unten hindrücken. Macht Sinn, ne? Mhm. Klar. Ja, wie gesagt, Kinders.
Wir brauchen Schießpulver. Ne, packen wir da oben rein. Und dann braut das alles nach der ganzen Zeit runter. Und es braut sich quasi von Wasserflaschen zu Wurftränken. Naja, das sind normale Trankflaschen und man macht quasi mit Schießpulver werfbare Tränke. Die kann man für sich selber benutzen, aber auch für Gegner. Und für Gegner machen die am meisten Sinn. Ihr seht, moderner Wurftrank, der keine Effekte hat. Noch nicht. Die ganzen Achievements kommen. So. Nachdem wir das ja geklärt hätten. Ich glaube, ich brauche eine eigene Trankkiste, Alter. Ich brauche eine eigene Trankkiste, das wäre mal nicht schlecht. Wo soll ich die hinpacken? Frage des Tages. Halt, und diese werfbaren Tränke kann man quasi... Naja, in verschiedenste... Tränke verwandeln. Man kann daraus so viele Tränke machen, also boah, also so... Trank des Gifts und all diese Kacke und wow. Ne? Das Ding ist halt jetzt, wir haben werfbare Wassertränke, aber ich glaube, wir können aus diesen werfbaren Wassertränken nicht nochmal was machen. Ich glaube, das ist jetzt irreversibel. Also war das ein bisschen dumm. Aber ich wollte euch sowieso nur zeigen, wie man quasi aus normalen Trankflaschen, ihr wisst, Werfer macht. Jetzt können wir quasi den machen hier so. Oh, wir haben Wasser geworfen. Wir sind voll krass, Mann. Heftiger Auto. So. Na? Aber okay. Ja, ich finde, wir... Ich weiß nicht. Was soll ich denn noch machen? Ich finde, da kann man nicht mehr so viel draus machen. Das ist das Ding. Ne? Wir können mal gucken, ob wir daraus noch irgendwas zaubern können. Aus den Werftränken oder Wurftränken, besser gesagt. Ist da vielleicht Netherquarz für zuständig? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, das sind... Hier, die Netherwarzen, genau. Jetzt gucken wir mal. Packen die Netherwarzen oben rein. Ne. Also diese Wurftränke hier, die sind irreversibel. Ich hätte wahrscheinlich erstmal normale Tränke draus machen müssen. Und sie dann quasi zu werfbare Tränken machen müssen. Also sind diese Tränke unnütz. Aber es gibt sie. Ne? Man kann sich einen wurfbaren Wassertrank machen, das bringt aber nichts, wie wir gerade eben gesehen haben. Gut, Kinders. So viel dazu. Bevor wir uns aber weiter mit dem Braustand befassen, machen wir uns erstmal beim nächsten Mal wieder eine Automatikfarm für, ich sag jetzt mal, Netherwarzen. Also quasi für diese dicken Dinger. Ne? Da haben wir jetzt quasi nicht so viel in diesem Part erreicht, aber ich habe euch verschiedenste Sachen gezeigt. Wir haben einen Braustand gemacht, wir haben uns einen Kessel gemacht und ich habe euch so viel gezeigt. Oh, richtig gut. Was für ein schlechter Part. Ja. Kinders, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.